denn die Maler begreifen die Natur und lehren uns sie sehen. Vincent Willem van Gogh war ein niederländischer Maler und Zeichner. Er gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. Als Schüler erhielt er Mal- und Zeichenunterricht von Constant Cornelis Huysmans, später von seinem Vetter Anton Mauve. Ich wähle bewusst den Hunde weg. Ich bleibe Hund. Ich werde arm. Ich werde Maler. Ich will Mensch bleiben. In der Natur. Statt zu versuchen, genau das wiederzugeben, was ich vor Augen habe, bediene ich mich der Farbe viel willkürlicher, um mich kraftvoll auszudrücken. Es ist menschlich, über etwas verärgert zu sein, aber es ist nicht gut, in diesem Ärger zu verharren. Es ist manchmal ein gutes Mittel, die notwendige Einsamkeit zu sichern, damit man sich auf etwas konzentrieren kann, was man tiefer erforschen will. Ist uns das Leben nicht gegeben, damit wir reicher werden in Geist? Auch wenn die äußere Erscheinung leiden muss? Es ist nicht recht, nur eine Sache zu kennen, man wird dumm davon, man sollte nicht tun, bis man auch das Gegenteil kennt. Wenn Blumen, gleichgültig welcher Farben und Formen, zusammenstehen, kann niemals ein Bild der Disharmonie entstehen. Man sollte an die Vergangenheit denken, ohne sich mit allzu schwermütiger Sehnsucht in sie zu versenken. Ich mache mir immer wieder Vorwürfe, dass meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet. Wer nicht gelernt hat zu sagen, die und keine andere, weiß nicht, was Liebe ist. Freund sein, Bruder sein, lieben. Das öffnet das Gefängnis durch eine höhere Macht, durch eine magische Kraft. Ohne diese bleibt man im Gefängnis. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fühle ich, dass es nichts gibt, was wahrhaft künstlerischer wäre, als die Menschen zu lieben. Ich möchte bündigeres, einfacheres, ernsteres. Ich möchte mehr Seele und mehr Liebe und mehr Herz. In der Zeit, in der wir leben, kann es einem passieren, dass man aus einer Schlacht zurückkehrt und sich schämt, gekämpft zu haben. Es ist besser, feurig von Geist zu sein, selbst wenn man dann mehr Fehler begeht, als beschränkt und übervorsichtig. Im Süden werden die Sinne geschärft, die Hände werden wendiger, das Auge aufmerksamer und das Denken klarer. Der Kummer darf sich nicht in unserem Herzen ansammeln wie Wasser in einem trüben Tümpel. Bewahre deine Liebe zur Natur, denn das ist der richtige Weg zu immer besserem Kunstverständnis. Das Ideal der Einfachheit macht das Leben in der modernen Gesellschaft noch schwieriger. Man beginnt immer deutlicher zu erkennen, das Leben ist nur eine Zeit der Aussaat, und die Ernte ist nicht hier. Mancher Mensch hat ein großes Feuer in der Seele, und niemand kommt, um sich daran zu wärmen. Ich wollte, man würde einsehen, dass die Grenzen des Mitleids nicht dort liegen, wo die Welt sie zieht. Man soll lieben, so viel man kann, und darin liegt die wahre Stärke, und wer viel liebt, der tut auch viel und vermag viel, und was in Liebe getan wird, das wird gut getan. Das Große kommt nicht allein durch Impuls zustande, sondern ist eine Aneinanderkettung kleiner Dinge, die zu einem Ganzen vereint worden sind. Dieses, hinter die Kulissen sehen, ist, glaube ich, gerade die Eigenschaft, die man haben muss, um zu malen. Es sind Harmonien und Kontraste in den Farben verborgen, die ganz von selbst zusammenwirken. Um ein Buch zu schreiben, eine Tat zu vollbringen, ein Bild zu malen, darin Leben ist, muss man selbst ein lebendiger Mensch sein. Du siehst, was ich gefunden habe, meine Arbeit, und du siehst auch,
was ich nicht gefunden habe, alles Übrige, was zum Leben gehört. Die Hoffnung durch einen Stern ausdrücken, die Sehnsucht der Seele durch einen strahlenden Sonnenuntergang.